ruf mich an, ich liebe dich, ich brauche dich. Du blamierst mich, du zwingst mich zu betteln, schreib mir. Hallihallo und herzlich willkommen zum Kinotrack zu Ansehen ausgeliefert. Müsste, glaube ich, eher eingeliefert heißen, oder war der Titel auch eingeliefert? Oh Gott, ich habe mir bloß das erste gemerkt. Ich hoffe, ihr nehmt es immer nicht übel, aber ich glaube, Ansehen ausgeliefert. Ja, da geht es halt so im groben Ganzen um eine Frau, die sich in psychiatrische Behandlung begibt, aber irgendwie da ein Fehler passiert und sie dann in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wird. Und in dieser, eigentlich, sie begibt sich in eine psychiatrische Handlung, weil sie halt immer überall ihren Stalker sieht. Und dieser sie sieht ihren Stalker auch in dieser psychiatrischen Klinik, beziehungsweise er schafft es sich dort unter falschem Namen als Pfleger da einzuschleichen, sage ich jetzt mal. Naja, ein doch recht interessanter Film. Ich kann gar nicht so dafür sagen. Ich war so zwiegespalten. Auf der einen Seite fand ich ihn gut, er war interessant. Auf der anderen Seite frage ich mich immer wieder, wenn man so Filme aus psychiatrischen Anstalten sieht oder so Serien, ich glaube nicht, dass die Menschen da gesund werden, wie das so abläuft. Ich weiß es nicht, ich war noch nicht in einer psychiatrischen Anstalt, aber gut, man sieht die Filme halt auch immer nur aus den USA. Mich würde mal interessieren, wie das in Deutschland abläuft. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die Leute da eher noch bekloppter gemacht werden, als dass sie heilen. Also ich weiß es nicht. Ich kann, also das ist so ein Ding, wo ich sage, Mensch, stellt das doch immer so psychische Krankheiten werden in Filmen immer sehr, sehr stark negativifiziert. Also dass die, habe ich so den Eindruck, dass die das pure Böse sind. Und ich denke mal, klar, eine psychische Krankheit ist absolut nicht was Schönes, aber dass die immer so der Teufel auf Erden ist, dass das dann immer total böse Personen sind, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Aber gut, das waren einfach immer so meine Hintergedanken bei diesem Film, aber dieser Film ist eigentlich so immer bei ihr, zeigt eigentlich immer aus ihrer Perspektive. Und es herrscht das Gerücht, ich weiß nicht, ich habe nicht gegoogelt, aber ich habe es einfach mal gehört, dass dieser Film komplett nur mit dem iPhone gedreht worden sein. Und auf jeden Fall die Maße, weil es hat, das war halt nicht das typische Kinomaß, sondern es war, glaube ich, 16:9 oder 16:10. Würden ja dafür sprechen, das ist auf jeden Fall vom iPhone. Aber wie gesagt, es war auf jeden Fall ein interessanter Film und ich weiß einfach auch noch nicht, wo ich ihn einordnen soll, ob er ganz oben oder dann eher, also ein Film, der einen auf der einen Art begeistert und fordert, aber wo auch immer wieder Sachen passieren, wo du sagst einfach, what the fuck? Also von daher kann ich hier leider nicht so wirklich sagen, gut, schlecht. Ich würde einfach, ja, aber tendenziös würde ich dazu sagen, schaut ihn euch an und er wird dann auch bei mir zu Hause in meiner Heimvideothek stehen. Also das war's zum Kinocheck zu Ansehen. Also macht's gut. Ciao!